Es gibt eine Person und diese Person nervt mich dermaßen, dass sie für mich fast schon eine therapeutisch-medikamentöse Wirkung hat. Ich präsentiere Katharina Schulze. Hallo zusammen. Ich habe mir die zwei letzten Nächte um die Ohren geschlagen, weil eine panische Regionalpartei mit ihrem verantwortungslosen Handeln eine Regierungskrise herbeigeführt hat. Und währenddessen sterben weiter Babys, Kinder und Erwachsene im Mittelmeer und die Seenotrettung wird an ihrer Arbeit gehindert. Ich finde das so unglaublich schäbig und ich würde mir darüber mal Sondersendungen und Eilmeldungen wünschen. Panisch, panische Regionalpartei. Dieses unfassbare Entitlement in ihrer Stimme, ja? Wie komme ich überhaupt dazu? Überhaupt? Ich habe mir zwei Nächte um die Ohren geschlagen, ja? Also das ganze Video strotzt vor Anklage, vor Selbstgefälligkeit, vor dieser absoluten Selbstgerechtheit. Im Hintergrund diese lächerliche We can do it Frauenikone, dieses für ein starkes Europaplakat, das sie irgendwie lieblos auf ihr Sofa gestellt hat. Ich finde das so unglaublich, so unglaublich schäbig und ihre ganzen Nackenhaare sträuben sich vor Empörung über diese Schäbigkeit. Zum Schluss ich würde mir darüber mal Sondersendungen und Eilmeldungen wünschen, wo die Stimme leicht abbricht, das nervt mich am meisten. Das ist nicht authentisch, wirklich nicht. Das ist einfach, ich muss Dampf ablassen. Aber nein, wir haben ja jetzt einen Kompromiss zwischen CSU und CDU und wir bekommen jetzt ein neues Grenzregime und Lager für Geflüchtete. Es ist nicht unglaublich zynisch, dass unsere Gesellschaft sich über die Lager für Kinder von Trump aufregt, aber hier Regierungsparteien Lager für Geflüchtete gutheißen? Das muss endlich aufhören. Ein kleiner Tipp für dich, Kate, vom Pro quasi. Wenn du schon versuchst, hyperemotionale, spontane Statements einzustudieren, dann bitte bring sie auch irgendwie gut rüber, okay? Das muss endlich aufhören. Das Das muss muss endlich. endlich aufhören, weil ich Katharina Schulze will es. Und ich habe die Moral auf meiner Seite. Was will sie denn alles, die liebe Kate? Ich will eine humanitäre Asylpolitik. Ich will, dass das Sterben im Mittelmeer aufhört. Ich will Fluchtursachen bekämpfen. Ich will Integrationsgestalten. Ich will schnelle und rechtsstaatliche Verfahren. Und ich will endlich, dass Geflüchtete in Arbeit hier kommen. Und ich möchte unser Europa verteidigen. Ich will die Freizügigkeit erhalten und ich will den Schengen-Raum stärken. Die Metapher nimmt jetzt einfallen, wenn nicht lieber nicht, weil sonst wird das Video rascher gesperrt, als ihr Hallo zusammen! sagen könnt. Und wenn ihr das auch so seht, dann helft mir doch bitte dabei, dass wir unsere Zukunft gut gestalten. Ich habe nämlich keinen Bock. Mich reißt jedes Mal bei der Stelle im Video. Ich habe nämlich keinen Bock. Ja, keinen Bock. Kein Bock. Wer ist ihr Feindobjekt Nummer 1? Dass alte weiße Männer, weil sie mit Vielfalt nicht zurechtkommen, unsere Zukunft verspielen. Und ich habe auch keinen Bock, dass nationale Kleingeister unser Europa kaputt machen. Und ich finde, wir brauchen jetzt endlich einen Aufstand der Anständigen und Aufrechten. Wir müssen zeigen, dass wir mehr sind und dass wir keinen Bock haben auf die Politik von CSU, CDU und SPD. Liebe grüne Bayern, nehmt doch die liebe arme Kathi in den Arm und sagt ihr, dass sie mit diesem keine Lust und das ist unerträglich.